Leute, hallo und herzlich willkommen am Kanal mit dem Shisha-Team. Flo ist am Start, Adi ist am Start, ich bin am Start. Max ist gerade noch unterwegs in München. Der kommt heute Abend wieder. Wenigstens also arbeitet. Nehmen wir, genau, wenigstens arbeitet einer von uns und faulenzt nicht hier am Kanal. Wir wollten euch heute trotzdem keinen neuen Tabak vorenthalten. Und zwar haben wir uns daraus gepickt, den 187. Haben wir ja schon ein paar Geschmäcker von getestet. Den Kuku und Lee. Das ist ein Cucumber- und Limettentabak. Also Gurke-Limette. Wie ihr es gewohnt seid, 200 Gramm, 16,90 Euro von 187. Aber ich glaube, einer von den beiden will euch jetzt mal was zum Geruch erzählen. Das riecht schon passend zu dem Wetter. Super kühl, super frisch. Die Gurke kommt durch, die Limette kommt durch. Frisch, geil, wässrig. Nee, wässrig überhaupt nicht, das passt. Man riecht so richtig schön die Wässrigkeit der Gurke raus. So, das musste mal gesagt werden. Ja. Alle sagen immer, es schmeckt nach irgendwas. Aber nein, es schmeckt nach nichts einfach. Wenn ihr den raucht, müsst ihr nichts mehr trinken. Ist super. Oh ja, wunderbar. Also da kann ich nicht viel zu sagen. Also er heißt, wie er riecht. Riecht nach Gurke, riecht nach Limette, riecht schön frisch. Macht Spaß drauf, man macht Lust drauf zum Rauchen. Ja, das kommt alles in die Optik. Ich bin noch nicht richtig da. Ich komme gerade aus dem Urlaub, Entschuldigung. Ich gebe das Ding schnell mal weiter. Red einfach weiter, das schneide ich zusammen. Das schneidest du zusammen? Ja, natürlich. Ja, das ist doch super. Ja, das ist alles so. Komm so, ich bin Hallo Arschloch. Ja, schön. So Leute, kommen wir mal gleich zum Geschmack. Wie ihr wisst, haben wir ja schon mal ein Video rausgebracht, wo wir auch schon einen Gurkentabak probiert haben. Und zwar von True Passion, den Cucumber Breeze. Der war ja auch super lecker. Der hat ja von uns auch Kauf- und Probierempfehlungen bekommen, weil es halt einfach was Neues war. Und ja, obwohl es halt so eine abgefahrene Sorte war, hat die uns einfach überzeugt. Hier ist halt jetzt noch der Zusatz mit dieser Zitronennote. Und probieren wir nochmal kurz. Limette, aber egal. Na gut, Limette, nicht Zitrone. Sorry, mein Fehler. Aber ich muss sagen, die verändert den Tabak wirklich nochmal extrem. Also im Gegensatz zu dem normalen Minzgurkentabak sticht hier wirklich diese Zitronennote noch mit raus. Sehr erfrischend, wirklich gerade für den Sommer mega geil. Und ja, also nach wie vor, mich begeistert einfach dieser Tabak, dass man Gurke so gut umsetzen kann und ja, halt mit so kleinen Zusätzen halt nochmal wirklich was Neues kreieren kann. Finde ich wirklich super lecker. Kann ich nicht anders sagen. Also ich habe den letztes Mal mit Flo zusammen geraucht und er meinte, man schmeckt Gurke ziemlich krass so im Nachgeschmack. Und ja, ich finde auch, also wenn man den raucht, dann hat man so einen Mix aus Limette und so einer ganz leichten Gurkennote im Mund und das schmeckt halt wirklich sehr, sehr lecker. Aber im Nachgeschmack habt ihr so ein, als ob ihr so eine Gurkenschale, einfach so eine Gurkenschale esst und das dann so im Mund bleibt irgendwie. Kennt man das ja. Finde ich. Ich wollte dich gerade fragen. Man schält immer Gurke und dann isst man nur die Schale. Nee, aber wenn man so eine Gurke isst und man bleibt halt mal eine Schale irgendwie so über und. Ihr kennt es doch, oder? Die kennen es wieder nicht, aber ihr kennt es ganz bestimmt. Ich vertraue da auf euch. Du alter Schale. Lasst mir nie im Stich. So, und das bleibt halt im Mund. Und ich finde das nicht ganz so geil wie bei dem. Cucumber Breeze? Bei dem Cucumber Breeze, dankeschön. Der war einfach leicht frisch und wenn ihr den geraucht habt, hat es gut geschmeckt und danach war es weg. Man hatte keinen Nachgeschmack im Mund. Und den hat man hier so ein bisschen. Und das stört mich ganz klitzeklein. Vielleicht ein bisschen. Könnte wirklich durch diese Breeze-Note kommen. Dadurch, dass die Limette jetzt wirklich überhaupt nicht kalt ist, hat man da jetzt nicht diesen typischen ja, Kälteflash, wie man das von dem einen oder anderen Tabak kennt. Und ja, darum schmeckt das, also ich will nicht sagen, der schmeckt super, da will ich nichts gegen sagen, aber der könnte ein bisschen Kälte vertragen, oder? Ja, da müssen wir aufpassen, also ich weiß nicht genau, wir haben den noch nicht probiert, nochmal mit Sweet Breeze zu mischen, weil, wie Adi gerade meinte, im Vordergrund steht halt wirklich diese frische Zitronennote, im Nachhinein kommt dann die Gurke durch. Das ist eine Limettennote, Mann! Ja. Die Limettennote, Entschuldigung. Also dieses Frische am Anfang und dann die Gurke im Nachgeschmack könnte man auf jeden Fall probieren. Ich weiß aber nicht, ob er dann vielleicht zu krass wird, weil ja, darum. Einfach darum. Kann man ja mal ausprobieren. Ja, nichtsdestotrotz würde ich für diesen Tabak definitiv eine Kaufempfehlung rausgeben. 187 hat uns bis jetzt auch noch nicht so richtig enttäuscht. Jo. Die waren
Also die, die ich gekauft habe, waren eigentlich alle super. Ja. Auch die, die wir vorgestellt haben, waren durchweg Bombe. Und die noch kommen werden. Und die, die noch kommen werden. Genau. Ja, super Tabak, könnt ihr euch gerne kaufen. Wie gesagt, wenn ihr so auf Gurke steht, dann probiert doch auch einfach mal den Cucumber Breeze von True Passion. Der ist wirklich mein absoluter Favorit in der Klasse. Der hat auch nicht diese Limettennote. Vielleicht ist ja der ein oder andere dabei, der das nicht so mag. Der kauft sich dann einfach den. Ja, ich glaube, dann war es das schon wieder. Sind wir durch? Da sind wir durch. Nein, das ist auch Hammer. Moment, ja, warte. Ja, das ist vor. Rauchen tut er auch einen Hammer. Schmeckt gut, raucht gut. Ist eigentlich nichts mehr zu sagen. Habt ihr noch was hinzuzufügen? Nö. Na, ja, warte mal. Der, der Ali hat noch zum Ende. Ach, guck mal. Ihr wisst es, Leute. Checkt mal unsere Social Media Kanäle ab. Da erfahrt ihr auch noch mehr, was wir, was noch so rauskommt, was wir schon gebracht haben. Könnt ihr euch auch noch mal ein paar andere Videos angucken. Vielleicht auch noch mal den Cucumber Breeze von True Passion, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt. Und ja, damit würde ich sagen, sind wir wirklich raus. Geiler Tabak. Definitiv. Abonnieren nicht vergessen. Genau. Ja, und einen Daumen hoch bitte. Und? Ja, dann sind wir raus. Gönnt euch noch das schöne Wetter. Setzt euch raus, macht euch eine Pfeife an natürlich. Oh ja. Anders geht's ja gar nicht. Wir gehen nochmal baden, würde ich denken, wa? Ja. Genau. Vergesst nicht, euch einzucremen, wenn ihr in der Sonne sitzt. Sonnenbrand ist immer scheiße. Melanome sind nicht okay. Rauchen ist nice. Ich sehe gerade, tragt die Uhr nicht in der Sonne. Macht komische weiße Streifen. In dem Sinne, wir winken. Haut rein. Haut da rein, Leute. Tschüss. Macht's gut. Ja, bis dann, euer Shisha-Team. Haut rein. Wirklich, Alter, schöner weißer Streifen. Der musst du. Ja, wenn wir gerade dabei sind. Ach ja, wir haben ja, wir haben ja noch die, die Neuerung haben wir ja noch versprochen. Flo würde euch jetzt mal zeigen, was bei uns in jahrelanger Tüftelung so ausgedacht haben, perfektioniert über die Stunden und Minuten, die wir hier mit diesem Bierkasten verbracht haben. Ja. So, normalerweise sieht ein Bierkasten ja so aus. Also nach ungefähr einer. Das ist ein Elfer übrigens. Halbe, also eine halbe Stunde ungefähr. Ne? So, den, könnt ihr das letzte Bier rausnehmen? Dann hat er auch eine Rückseite. Boom! Ist das innovativ? Habt ihr noch nie dran gedacht, oder? Viele kennen das als Sitzmöglichkeit. Da sieht man den nicht. Leider. Als Tisch? Na gut, dann nehme ich noch Schoß. Genau. So. Stellt euch vor, ihr stellt ihn hier in den Sand. Genau so, pass auf. Mein Knie ist jetzt Sand. Zack. So, und jetzt kennt ihr das übliche Problem. Ihr raucht irgendwie an so einer, an so einem schönen Strand, am Strandbad, vielleicht sogar an der Ostsee, an der Nordsee, wo auch immer, am Mittelmeer, im Pazifik, im Atlantik, im arktischen Meer, auf Grönland mit den Eisbären oder so. Keine Ahnung. Gibt es da Eisbären? Da gibt es keine Eisbären. Wieder was gelernt. Pinguine. Und jetzt kennt ihr das Problem. Ihr wollt den Schlauch anhängen. Adi, mach mal vor. Häng mal den Schlauch an die Pfeife. Kann ich nicht, der landet ja dann voll im Sand. Ich hab da was mitgebracht. Das ist das Problem. Ihr habt immer, oder oft habt ihr dann Sand hier vorne. Und zack, ist man wieder dran. Mann, Wasser, ich muss das ausspülen, scheiße. Ja. So sollte man es nicht machen. Okay. Einfach so eingeklemmt. Zack, genau. Zack. Zack, boom, ist er drin. Macht man den Schlauch hier rein. Ihr habt vorhin mal durchgezählt. Ihr habt 7 Möglichkeiten, den Schlauch hier rein zu klemmen. Ihr könnt auch die Zange hier drin verstauen. Karte, eine Shisha-Team-Karte. Ihr könnt den Tabak darauf abstellen. Ey, das ist ein Hammer. Geil, oder? Nach einer halben Stunde wird der Arm lahm. Darum stellt den Kasten am besten dann hin. Dann habt ihr eine Spatel. So, ihr braucht das auch gar nicht nachmachen, ohne Lizenzen von uns zu kaufen. Weil das Ding ist patentiert. Richtig, da steht Hasselröder drauf, aber eigentlich ist das Shisha. Wenn jemand das bei Wish kauft, wir sehen das. Wir zeigen euch an. Auf jeden Fall. So, jetzt hängt an, mein Arm zu zittern. Das sieht cute, voll blöd aus. Dann, dann haben wir alle gezeigt. Plop. Und dann sind wir raus, würde ich sagen. Jetzt aber wirklich. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal ins Wasser. Ja, bis dann. Alles klar. Tschüss, Leute. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Aber einmal ziehen.